Meine Schwester Clara, die Nasenküsschen. Freut euch, Kinder. Heute Abend kommen Tante Emma und Tante Flora zu Besuch, verkündete Mama. Mensch, wie ich solche Besucher hasse, wegen der Küsserei. Ja, ich weiß nicht warum, aber meine Tanten möchten immer von mir geküsst werden und ich hasse Küsschen. Und darum hasse ich Tantenbesuche. Aber am besten erzähle ich euch die Geschichte von Anfang an. Als Mama verkündete, dass unsere Tanten kommen, lief ich sofort ins Kinderzimmer und kroch schnellstens unter mein Bett. Da liegt immer irgendwas rum und dann kann man sich nicht verstecken. Manchmal finde ich dort Sachen, die ich schon längst verloren glaubte. Ich warf gerade einige Bauklötze unterm Bett hervor, als meine Schwester Clara kam. Ach du liebes Bisschen, du hast mir jetzt aber einen Schrecken eingejagt. Ich dachte, ihr spukt's, rief sie. Warum? Ach, da kommen plötzlich Bauklötze durch die Luft geflogen. Ich dachte, das ist ein Geist. Das ist kein Geist, ich bin's, sagte ich. Ja, was suchst du denn da unten? Ich mach mein Versteck frei. Wenn Tante Emma und Tante Flora kommen, werde ich mich verstecken. Hier findet mich niemand. Meine Schwester Clara war ziemlich erstaunt. Ja, vor wem willst du dich denn verstecken? Ja, vor wem wohl? Vor unseren Tanten. Jetzt war Clara noch erstaunter. Ja, warum denn? Freust du dich nicht, dass die kommen? Ich freue mich sehr. Ich aber nicht. Ach, die werden uns was mitbringen. Das tun die doch immer. Für jeden von uns. Ich finde das toll. Das stimmte. Ich überlegte kurz und sagte dann, du darfst mein Geschenk annehmen, aber dann musst du es mir heimlich unters Bett bringen. Kein Mensch darf merken, wo ich bin. Jetzt war meine Schwester Clara ganz baff. Ja, was ist denn mit dir los? Fragte sie. Warum willst du dich vor unseren Tanten verstecken? Das ist meine Sache. Ich werde die ganze Zeit unter Bett bleiben. Ja, warum denn? Schrie jetzt meine Schwester Clara. Du musst mir das sagen. Sonst verrate ich dich. Wenn sie so schrie, ja, was sollte ich dann tun? Ich musste es ihr sagen. Wegen dieser ganzen Küsserei. Was für eine Küsserei? Wollte Clara wissen. Ja, wenn die Tanten kommen, dann müssen wir sie immer küssen. Küsschen für Tante Flora, Küsschen für Tante Emma. Also ich hasse Küsschen. Warum? Weil die Tanten stinken, sagte ich. Die stinken gar nicht. Doch, klar, doch. Die stinken nach Puder und Creme. Und danach stinkt da mein ganzer Mund scheußlich. Jetzt hatte ich Clara alles gesagt und war gespannt, was sie sagen würde. Da fragte sie plötzlich, küsst du sie denn mit dem Mund? Jetzt war ich baff und fragte, ja, womit denn sonst? Mit der Nase. Womit? Mit der Nase. Weißt du wirklich nicht, wie man eine Tante küsst? Nein. Das ist ganz einfach. Du klebst deine Nase an ihre Backe und mit dem Mund machst du einfach so, als ob du sie wirklich küsst, sodass sie was hört, verstehst du? Ja. Ja, ich glaube ja. Komm, ich zeig's dir. Mensch, so war das. Jetzt wusste ich plötzlich, warum Clara sich vor dem Küsschengeben nicht so ekelte. Ich kroch unterm Bett hervor und begann sofort, Küsschen geben mit der Nase zu üben. Oh, jetzt durften meine beiden Tanten ruhig kommen.